SSX, Electronic Arts. Per Helikopter geht es auf die höchsten Berge dieser Welt. In rasanten Abfahrten bezwingen wir mit Stunts und Tricks unter anderem die Alpen, reisen nach Sibirien, Afrika oder ins Himalaya-Gebirge. 10 Fahrer stehen zur Auswahl, mit denen wir im Single- oder Multiplayer antreten dürfen. Wer die Geschwindigkeit liebt und noch nicht genug vom Winter hat, sollte sich unbedingt das virtuelle Snowboard anschnallen. Vor allem, da SSX die Konkurrenz wohl übertreffen dürfte. Mario Party 9 – Nintendo. Satte 5 Jahre sind vergangen seit Mario Party 8. Dies ist eine ungewöhnlich lange Pause, wurden die Titel früher doch fast schon jährlich rausgehauen. Zugegeben sind die meisten Teile der Serie relativ austauschbar und auch die Wii-Steuerung im Vorgänger war nicht so das Gelbe vom Ei. Alles besser machen will nun Teil 9. Als neues Feature nehmen alle Spieler diesmal in einem Fahrzeug Platz. Den Verlauf der Strecke auf dem Spielbrett beeinflusst der Spieler, der gerade an der Reihe ist. Ansonsten gibt es wie immer reichlich neue Minispiele und Spielbretter. Das langt ja auch eigentlich schon beinahe, denn Mario Party geht eigentlich immer. Street Fighter X Tekken Capcom. Street Fighter trifft auf Tekken, Capcom auf Namco Bandai. Die beiden Urspiele des Beat'em-Up-Genre treffen sich im März und es wird geprügelt, was das Zeug hält. Über 30 Charaktere stehen zur Auswahl, die sich an den eigenen Stil anpassen lassen. Egal ob gegen Freunde, im Multiplayer oder alleine gegen die KI, das Spiel bietet den gewohnten Spaß. Wem der Grafikstil nicht gefällt, kann auf Tekken X Street Fighter von Namco Bandai warten, das ebenfalls in diesem Jahr erscheinen wird. Metal Gear Solid 3D – Snake Eater – Konami. Nachdem Konami im Februar mit einer fetten HD-Collection alle großen Konsolen bedient hat, kommt als nächstes Nintendos 3DS zum Zuge. Zwar nicht in HD, dafür aber in 3D und portabel. Da Metal Gear Solid Snake Eater zeitlich gesehen vor allen anderen Metal Gear Teilen spielt, können Neulinge ohne weiteres in die Reihe hineinschnuppern. Neben dem an sich schon spannenden Abenteuer erweitern 3DS-Features wie die äußeren Kameras und der Bewegungssensor das Spielgeschehen. So lässt sich beispielsweise ein selbstgeschossenes Foto auch mal als Camouflage-Muster zweckentfremden. Mass Effect 3 – Electronic Arts. Alles Gute hat ein Ende. Noch einmal schlüpfen wir in die Haut von Commander Shepard und treten den gefürchteten Reapern endlich in den Hintern. Oder auch nicht? Die in Mass Effect 1 und 2 getroffenen Entscheidungen werden dank Spielstand im Port auch in Mass Effect 3 mit einbezogen. Mit welchen der vielen Enden die Trilogie abschließt, liegt also ganz bei euch. Es wird episch, es wird emotional und es wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit bestätigen, dass Mass Effect das bessere Star Wars des 21. Jahrhunderts ist. Hier kommt in dreifacher Lichtgeschwindigkeit ein früher Spiel des Jahres-Anwärter auf uns zu. FIFA Street – Electronic Arts. In den letzten Jahren war es ziemlich still geworden um die FIFA Street-Reihe, die letztmalig 2008 erschien und schon immer ein wenig im Schatten des großen Bruders FIFA stand. Mit dem Reboot der FIFA Street-Reihe soll nun aber alles anders werden und der Straßenfußball seinen Weg zurück ins heimische Wohnzimmer finden. Auftrumpfen will EA vor allem durch realistischeres Aussehen, zahlreiche Modi wie zum Beispiel Futsal und Panna, sowie eine Steuerung, die eine noch genauere Ballkontrolle und somit doppelt so viele Tricks wie in FIFA 12 ermöglicht. Silent Hill Downpour – Konami. Winterschlussverkauf bei Konami. Bevor die Tage länger und die Uhren vorgestellt werden, wird's nochmal richtig gruselig in der guten Gamerstube.
Irgendwie kam die Serie in letzter Zeit einfach nicht mehr an die Qualität der ersten drei Teile heran. Entweder wurde zu wenig gekämpft oder aber auch zu viel. Silent Hill Downpour will endlich wieder zurück zu den Wurzeln und Fans das geben, was sie schon seit Teil 4 nicht mehr bekommen haben. Horror der Güte Klasse A. Ob der Gruselreihe jetzt endlich das große Comeback gelingt, erfahren wir letztendlich Mitte März. Kid Icarus Uprising, Nintendo. Nach satten 21 Jahren seit Teil 2 für den Game Boy ist es endlich soweit. Als 3DS-Vorzeigetitel sorgte das längst überfällige Comeback zur E3 2010 für Begeisterungsstürme. Obwohl der Titel grafisch einiges hermacht, muss sich der neueste Ableger spielerisch erst einmal beweisen. Vom klassischen 2D-Gameplay der Vorgänger ist kaum noch etwas übrig. Dafür erinnert das Spiel bislang an eine Mischung aus Star Fox und Zelda. Das muss zwar nichts Schlechtes sein, aber Kid Icarus wäre vor allem zu wünschen, dass er sich immer noch vom Rest abhebt. Resident Evil Operation Raccoon City, Capcom. In den 15 Jahren, die das Resident Evil Franchise mittlerweile existiert, hat die Serie einige Wandlungen vollzogen, die nicht immer auf Gegenliebe bei den Fans gestoßen sind. Mit Raccoon City versucht sich Capcom dieses Mal an einem Third-Person-Team-Shooter. Darin finden sich die Spieler nicht nur an einer bekannten Wirkungsstätte wieder, sondern auch in der Haut eines Mitglieds des Umbrella Security Service. Als diese gilt es nicht nur lästige Zeugen wie die Polizei von Raccoon City und die Mitglieder der Stars aus dem Weg zu räumen, sondern auch Zombies können zum Ärgernis werden. Ninja Gaiden 3, THQ. Hart, härter Ninja Gaiden. Hardcore-Schnetzler reiben sich die Hände. Ryu Hayabusa ist zurück und wird wieder für jede Menge schweißnasse Gamepads sorgen. Denn Ninja Gaiden benutzt dieselbe Formel, die Dark Souls unter Rollenspielern so groß gemacht hat. Anders als bei God of War und Konsorten wird hier bei den Kämpfen das Blocken zur richtigen Zeit wesentlich stärker im Vordergrund stehen. Wer seine Gegner nicht respektiert, wird schneller das zeitliche segnen, als einem lieb ist. Auf jeden Fall wird es wieder eine Riesensauerei. Ob der BPJM die Schlachtplatte so gut gefällt, bleibt abzuwarten.